Juhu, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Creativeverse. Hi, Eva. Hallo, Roger. Herzlich willkommen in unserer feinen Hütte, die mittlerweile altbekannt sein sollte. Tja. Jo. Aber immer noch wieder schön. Und der Ausblick hier ist auch immer noch wieder schön, wenn ich ehrlich bin. Gefällt mir viel besser als bei unserer ersten Welt. Ja, das stimmt. Abgesehen vom Baum. Der war. Hast du mir gerade die Tür vor der Nase zugemacht? Ja. Weil ich immer die Tür hinter mir schließe. Ich wollte noch wieder reingehen. Achso, ja, dann komm, dann musst du jetzt die Tür zumachen als Letzter. Oh, ich habe eine Fackel gesetzt. Apropos Fackel, was wollen wir denn jetzt machen? Weil. Ey. Das bin ich nicht, das ist der Hausgeist. Jetzt bleibt sie zu. Hast du sie etwa gleichzeitig mit mir zugemacht? Ja, hab ich. Ja. Ich fand das sehr lustig. Oh, schön. Nein, also was ich fragen wollte, was wollen wir denn jetzt machen? Weil, auf jeden Fall sollten wir uns beide Fackeln machen. Ja, Fackeln. Aber ich glaube, ich gucke mir jetzt erstmal an, was wir alles brauchen für die Iron Mining Cell. Wir brauchen Iron Bars, wir brauchen Magnetite, wir brauchen Glowing Mushrooms. Und das ist schlecht, weil wir haben keine Mining Cell. Ach doch, man braucht eine Obsidian Mining Cell, um die Glowing Mushrooms abzubauen. Ich habe 5 Stück davon. Mhm, ich habe 3 Stück davon. Also eine können wir davon machen. Vielleicht haben wir aber auch noch welche in der Kiste. Ich gucke mal. Da sind 3. Ach nee, das ist mein Inventar. Okay. Das habe ich auch gerade durcheinander gebracht. Atülü. Huch, bei mir leckt es gerade. Nein. Ja, was bei mir auch gerade. Ich habe gerade nur noch 2 FPS gehabt. Ja, ich auch. Ein bisschen ouch. So, ich leg dir mal die. Oh, das ist die Stone Chest. Ich leg dir mal. Hä? Warum? Rechts oder links? Warum kann ich nicht? Ja? Nee. Meine Frames sind gerade unten. Ich muss mal kurz warten. Ich wollte aus meinem Inventar unten etwas weglegen in die Kiste. Mhm. Aber jetzt lässt er mich. Fein. Jetzt habe ich dir dann nämlich in die linke Truhe, habe ich dir 5 Mushrooms reingelegt. Ach, cool. Ja, dann haben wir einmal 8 Stück, um eine zu machen. Denke ich mal. Jo, Iron Slabs brauche ich noch 4 und Magnetite. So, dann machen wir mal Iron Slabs. Und nochmal. Oh, ich muss warten, bis die hier vom Prozessor fertig gemacht werden. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir das Magnetite haben. Magnetite. Da ist es. Ja, ich sortiere hier auch gerade mal ein bisschen rum. Das kann ich reinpacken. Oh, das dauert aber noch. Iron Slabs zu machen, dauert über 3 Minuten. Ach du. Meine. Na gut, dann gucke ich schon mal weiter. Also, wenn wir Iron Mining Cells haben, leider werden wir gleich erstmal nur eine haben, dann brauchen wir Diamanten Slabs und infundierte Kristalle und gehärtete Lava, um eine Diamond Mining Cell zu machen. Cool wäre es natürlich, wenn einer von uns beiden mit der Iron Mining Cell so viel abbauen kann, dass er dann 2 Diamond Mining Cells machen kann. Ja. Das heißt, einer muss sich runterschrauben, am besten machen wir das hier im Haus oder so. Ja. Bis nach, ganz weit unten. Du kannst dir die letzten Fackeln da übrigens rausnehmen. Ja, danke. Und die Frage ist nur immer noch, wie machen wir Diamanten? Gibt es die Diamanten abzubauen oder macht man die Diamanten irgendwie? Also ich würde vermuten, dass man sie abbauen kann. Ja. Ich gucke jetzt nochmal gerade bei den Bomben. Stun Bomb, Explosive Bomb, Tire 2, 2. Okay, Force Bombs waren nochmal. Whole new level, ja. Das haben wir gemerkt. das war die Flare Bomb. Freeze Bomb. Wow, don't blow your fuse, just cool down. Keine Ahnung, was das Ding gefrieren soll. ich habe keine Ahnung.
Soll ich schon mal anfangen, nach unten zu buddeln hier? So. Ja, kannst du machen. Einfach mal da. Ja. Soll ich uns einfach gerade runter oder treppenmäßig runter? Was meinst du? Oh, mach lieber treppenmäßig. Also ja, ich meine, ne? Du kannst es zwar gerne machen, aber was ist, wenn unter dir irgendwann Lava ist? Oh, stimmt. Ne? Insofern. Ist jetzt mal ein bisschen unschick hier mit drin. Ich merke das schon. Sie macht es einfach mitten in der Hütte. Anstelle hier irgendwie am Rand entlang. Sie macht es einfach mitten in der Hütte so. Oh, soll ich es nochmal umändern? Das wäre ganz gut. Ja, ne? Sehr schön. Nicht gut. Toll. Okay, ich guck mal hier nochmal weiter. Also. So, die Lampen. Teleporter. White Beacon. Don't want to commit to color. Use this white beam to mark important landmarks. Ah, so, genau, das war der, mit dem wir irgendwelche Sachen, Lichtblöcke in den Himmel schießen können, um anzuzeigen, hier ist irgendwas voll Cooles. Oh ja. Ja, aber dafür bräuchte man noch nicht mal viel. Stone Rod, Glass and Coal. Ja, dann. Also wir können das ja theoretisch mal machen. Oh, ich sehe schon gerade wieder nichts. Ich guck mal, ob wir schon Iron Slabs irgendwo haben. Hier ist das so dunkel. Nö. 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 Wow. Also die Fackeln bringen ja mal echt gar nichts. Welche? Die normalen. Also die ersten. Die, da habe ich gerade noch drei von gehabt. Mein Handy. Ja, die sind nicht so toll. So, was machen wir denn mit meinem Deathstone? Den schmeiße ich in den Müll. Oh, hier habe ich zwei. Da habe ich aus Versehen zwei. Ja, aber die bringen eindeutig viel, viel mehr. Ach, die Fackeln, die du jetzt selber gemacht hast, neu? Ja, genau. Ja, für mich heißt es hier warten. Was mache ich denn in der Zwischenzeit? Tja, gute Frage. Nächste Frage. Freeze Resistance Potion. Was können wir denn hier so noch machen? Blumenpötte. Holzdächer haben wir auch noch nicht. Hier habe ich Skelette gefunden, aber die sind ja nicht so wichtig. Was hast du gefunden? Diese Skelettdinger, also die. Naja, ist nicht Skelette. Fossilien meinst du? Ja, Fossilien. Okay. Ich dachte schon, was meint sie? Ja, ich meine die Fossilien. Also ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, irgendwann mal gesehen. Ich glaube mit einer Freeze Bomb, dass da jemand mit. Hat der damit Diamanten gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Irgendjemand hat mit irgendetwas Diamanten gemacht. Oder vielleicht auch mit einer ganz normalen Bombe hier irgendwie. Mit so einer ganz normalen TNT-Bombe und dann einfach auf Kohle oder so. Einfach Explosion und dann die Kohle total verdichten, solange, dass es halt dann Diamanten werden. Das könnte ich mir ehrlich gesagt gut vorstellen. Ja. Ich guck mal, ob ich genug Glob of Goo hab. Apropos. Wer hatte denn das nochmal? War das gerade denn? Ja, das war jetzt dafür. Ich bin hier auf Improved. Ja, bei mir hört man eventuell gerade ein Rollo, das im Hintergrund runtergeladen wird. Na, aber alles gut. Hast du Glob of Goo? Ich glaube gerade nicht mit, aber ich wollte sagen, dass wir eventuell nicht mehr genügend Kohle haben. Ich habe nichts mit, nein. Hier unten bin ich jetzt auf Dinge gestoßen, die ich nicht mehr abbauen kann. Okay. Ja, ist auch gerade fertig geworden. Das heißt, wir wechseln dann jetzt einfach mal. Du kommst jetzt nach oben und ich buddel weiter runter. Ich mache hier gerade noch mal ein paar Blöcke weg. So. Oder? Warte mal. Die ich jetzt hier gemacht habe, ist ja die Iron Mining Cell. Weiter runter kämst du ja alleine schon mit der Obsidian Mining Cell. Dann mache ich dir mal eben eine Obsidian Mining Cell, ja? Ja, das geht auch. Was hängt denn da in der Wand? Was machen wir dafür? Ob
Obsidian natürlich. Und zwar... Macht Sinn. Slabs und Normales und Limestone und Bedrock. Guck ich mal. So, Limestone, Bedrock. Jetzt müssen wir nur Obsidian auch noch haben. Da sind Pilze. Weiß nicht, ob wir es in letzter Zeit abgebaut haben. Wir haben Obsidian. Jo, ich sehe auch. Huch! Ich habe gerade den Stein unter dem Teleporter geklaut. Ups! Schwebt der jetzt? Den setze ich mal schnell wieder hin. So. Vielleicht sollten wir hier noch meinen Zaun dran stellen. Huch! Mal gucken, wie viel brauche ich denn da für dich? 4. Okay. Bei mir bist du gerade mit einem Sprung. Was? Geil, bei mir hängst du gerade mitten im Sprung, ein bisschen über der Erde. Oh. Wie lustig, so mit einer Hand hoch und gebeugten Knien. Ja. Ist ja schön. Ich habe gerade komplette Körperspannung. Ja. Ich halte mich nur mit dem Arm an meinem Gesamtgewicht so und dann... Ich trainiere für die bösen Gegner, die wir vielleicht mal irgendwann treffen werden. Oh, geil. Oh, ist so schön. So. Gleich kann ich sie dir machen. Jojo, ich bin hier gerade dabei, die Obsidian-Barren, die wir geschmolzen haben, klein zu sägen mit dem Prozessor. Ja. Sieht jedenfalls aus wie eine Tischkreissäge. Stimmt. Schrubbel, schrubbel, schrubbel. Da fliegen auch ordentlich die Späne. Nein! Yeah! Emma has left the world. Was? Server disconnection. Connection timed out. Bitte was? Ja, du hast vielleicht gerade keinen guten Ping gehabt. Ja, möglich. Das ist möglich. Möglich. Oh, bin ich einfach rausgeflogen. Habe ich nicht genug. Ich guck mal eben. Ob wir irgendwo noch was haben. Das ist normaler Stone. Dafür ist jetzt meine Framerate, glaube ich, auch besser. Oh, ist doch cool. Ja, also ich bin noch nicht drin. Ich habe noch Schwarzbildschirm, aber... So, ich habe dir dann jetzt eine Obsidian Mining Cell in den Crafting Table gepackt. Danke. Server Disconnection. Was? Was? Play? Nehme ich die mal so lange doch. Budel damit schon mal. Hm. So. Ich sehe einen wundervollen Blattblock. Oh, also bist du immer nur schön gerade runter? Ja, erstmal. Cool. Ah, jetzt habe ich einen Ladebildschirm, einen schönen. Ach, und schön, du hast die in die Wand gesetzt. Das ist ja cool. Ja. Allerdings bringen die ersten da nicht so viel. Die unteren, also die mit Kohle dann sind, die bringen wesentlich mehr. So, jetzt bin ich da. Yay! Nein, meine Framerate ist doch nicht so viel schöner. Doch, jetzt 30. Das ist nett. So, wo sind meine Fackeln? Ich komme gerade mal hinterher. Kommst du da unten weiter? Ja. Yay. Was hattest du denn da gehabt, was wir nicht abbauen konnten? Siltstone heißt das. Ich glaube, das kennen wir vom letzten Mal. Jetzt kommt Mold. Ich hoppe hier gerade ein wenig verkrüppelt wieder nach oben. Ach, hier sind auch die mit dem schönen Bewuchs. Da unten ist der Name ganz, ganz klein. Das war bei dir auch gerade. So. Ach, hier hast du ja noch Iron Bars. Die collecte ich mal und pack sie mal in unsere tolle Kiste hier. Mhm. Zieh darüber. Oh, sei ein braves Danke. Iron Ore, dann mache ich da auch mal Iron Bars draus. Your inventory is full, das ist scheiße. Oh, das ist ungünstig. Oh. Teleportieren wir uns selber. Ich bin zu faul, um diese Treppe hochzusteigen. Glücklicherweise geht das ja relativ schnell hier. Ach, guck mal, ja, du hast es auch. Ja, dreh dich doch nochmal bitte da vor dem Table. Dreh dich nochmal vor dem Table. Ja, oh, wie geil. Hover ever, machst du auch gerade? Das, was ich gerade hatte. Oh, oh. Ja. Nicht, dass ich jetzt hier diese Lags habe. Also, du läufst jetzt gerade wieder schön. Ich laufe schön. Das ist ja, bei schön. Bei mir laufe ich auch schön. Aber bei dir fliege ich, ja? Ja. Ja, nicht, dass du gleich rausfliegst. Das
wäre doof. Dann ist das hier so ein leichtes Ping-Pong. Ping-Pong, raus, rein, raus, rein. Ja, also fehlerfrei scheint es hier noch nicht zu sein. Ach, das wollte ich ja noch damit reinpacken. Ach, ich habe kein Fuel mehr, das war's. Mhm. Geh doch mal runter. Ja, soll ich mir auch eine Dingsbumsens machen, oder? Wenn du kannst, dann ja klar, gerne. Da mach ich mir auch. Wenn irgendwas fehlt, dann musst du schreien, weil dann kann es sein, dass ich es noch im Inventar habe. Okay. Du meinst eine Obsidian Mining Cell, ne? Ja, meine ich. So, ich bin jetzt hier beim Salzstein. Also, wir brauchen Obsidian und Obsidian Slab. Okay. Schwefel. Oh, okay. Ich bin jetzt so tief, dass ich eine neue Anzeige über meinem Lebensbalken habe. Eine Feueranzeige habe ich jetzt hier. Wow. Okay. Kommst du dem Erdpunkt vielleicht unerträglich nahe? Kann sein. Was mit Obsidian? Hast du noch Obsidian bei dir? Ich habe Obsidian in eine der Truhen getan. Ja, aber das war nur ein Barren. Was? Echt? Nur? Nee, mehr habe ich auch nicht dabei. Dann haben wir keine Obsidian. Ich bin ja hier unten. Vielleicht kann ich gleich was abbauen. Ich komme mal hinterher. Ich will mir die Anzeige angucken. Mhm. Ui. Untergeht richtig schön geschmeidig. Gehärtete Lava. Die Hitze steigt. Oh ja. Hier, guck mal, das ist Sulfur. Ja, habe ich auch schon gerade was abgebaut. Dann hatten wir es auf der letzten Dings. Oh ja, ich sehe es auch. Die gehärtete Lava ist also zu heiß. Oh, da ist eine Iron Note. Ich glaube, ich habe noch einen. Extraktoren. Ich kann mal gucken, was wir brauchen für Extraktoren. Nein, ich teleportiere mal eben nach oben, weil es gerade unschön hier hochzuklettern. Bin ich hochteleportiert. Extraktoren. Stone Slab und Wood Slab. Das dürfte ja nicht so schwierig werden. Obwohl. Ja. Ach, hier ist noch Holz. Ich glaube. Okay, wow, man kann sich nicht lange da unten halten. Also ich musste jetzt hochkommen, weil meine Feueranzeige so weit hochgegangen war. Sie stolpert jetzt langsam wieder runter. Ja. Wenn sie wieder ganz unten ist, geht nochmal runter. Ja, okay. Also, aber die geht dann schon schnell, recht schnell wieder runter, oder? Okay, ja. Fand ich jetzt schon. Na gut. Lalalala. Warte ich hier gerade mal auf ein paar Minuten. Okay, ich habe was Neues. Ich habe was Neues. Dein Inventory ist voll toll. Eine neue Anzeige mit einem lilafarbenen Zeichen. Keine Ahnung, ob das bedeuten soll, dass ich irgendwie radioaktiv jetzt gerade werde. Das sieht so ein bisschen so aus, wenn ich ehrlich bin. Ja. Bist du auch runtergekommen? Nee. Ich warte hier auf Siehst du das bei mir, Hühner? Nee, das kann man nicht sehen. Also, warte, jetzt hängt es bei mir gerade, aber nee, sehe ich nicht. Ich warte hier gerade darauf, dass ich Extraktoren machen kann. Mhm. So, die ganzen neuen Gesteine da unten, Lava und so ein Gedöns, packe ich jetzt hier alles in die linke Kiste, Steinkiste. Dann... Auch den Schwefel. Und Turmalin. Dann gucke ich nochmal, ob ich das Potion-Ding schon machen kann. Red Flower. Das Sulfur klaue ich mir mal eben. Ja, mach alles. Nimm alles mit. Mir jetzt mal ein Trank. Was für ein?
den Eistrank. Okay. Den konnte ich mir jetzt Willst machen. Du doch noch dein Inventar zurückholen? Vielleicht. Jetzt fehlen uns diese Feuerschwänze der also Feuerschwänzigen davon hatte Hasen. Ich was. Habe ich in irgendeine Truhe gelegt, das? Ja, ich hatte ja vorhin schon einen rausgeholt, deswegen... Ach, hier ist noch einer. Ah, okay, jetzt fehlen uns... Ach nee, da sind noch Red Flowers. Dann mache ich die auch noch mal zwei. Möchtest du auch zwei haben? Vier. Was denn? Von den Tränken. Ja, warum nicht? Dann mache ich dir auch mal eben einen, ja? Den musst du da gleich nur rausholen. So, dann pack ich das noch. Keine Ahnung. Corrupt Nein. Stone. Weiß nicht, was es heißen soll. Ach nee, linke. Also das wow. Corrupted Stone kann ich jedenfalls auch damit nicht abbauen. Lava ist hier bisher nirgendwo rausgekommen. Das ist schon mal positiv. So. Ich kann jetzt Extraktoren machen. Gehärtete Lava brauchten wir irgendwo für, ne? Weil davon sammle ich jetzt einfach mal einiges ein. Ja, mach mal. Hast du da unten noch Dinge, die du nur mit Extraktoren einsammeln kannst? Nee, gerade nicht. Okay. Sonst hätte ich welche. Ich kann noch weitere auf Vorrat machen. Cool. Nee. Nö, ich habe jetzt hier einfach hier so ein Loch gemacht. Oh. Warum geht die Anzeige jetzt wieder runter? Nee. Nicht wirklich. Die lila Anzeige geht jetzt wieder runter. Die orangene weiß ich jetzt gerade gar nicht. Okay. Wenn man mal wisse, wo man gerade auf was für einer Ebene oder so man ist. Ja, das wäre mal interessant. Da unten kommt ja schon wieder neues Gestein. Ah, jetzt kommt auch die Niederanzeige bei mir. Ja, ich Toxic. Hab hier einfach... Scheint das vielleicht sowas wie giftig zu sein? Da ist so ein Drehding drin, ne? Drehding? Ja. Es ist so ein Bild, das ich jetzt mit giftig verbinden würde. Ja, ich hatte es mit radioaktiv verbunden. Ja, irgendwie sowas. Oh, Corrupted Stone, Corrupted Dirt. Oh, ein bisschen Licht hier. Da auch nochmal. Soll ich mal hier einen kleinen Seitenweg irgendwo reinbasteln? Kannst du machen. Oh. Ich muss auf jeden Fall mal rauskommen. Ich komme hier gar nicht weiter. Du hast ja schon weiter runtergebuddelt. Nee, es bringt mir nichts. Meine Mining Cell ist zu schlecht. Dann teleportiere ich mich mal eben wieder nach oben. Weil das Hochklettern ist ja wirklich ein Akt. Ja, weil du das immer nur so drei gemacht hattest. Naja, den restlichen Weg hattest du ja gebuddelt. Ja, ich habe das einfach dann nur so weitergemacht. Ja, ich habe hier oben nämlich ein bisschen was weggenommen gehabt noch, aber... Runter ist halt echt schön, aber hoch ist, doof. Ja, du. Wollen wir vielleicht in der nächsten Folge weitermachen damit? Also erstmal muss ich gucken, dass ich hier rauskomme, weil sonst bin ich gleich tot. Ja, das ist ungünstig. Teleportier dich doch mal eben schnell. Puh, nee, ich war schon so nah am... ich war schon so weit im roten Bereich fortgeschritten, dass ich jetzt einfach mal erstmal nur diesen roten Bereich jetzt verlassen habe. Huh. Huiuiui. Ja, okay. So, jetzt sind sie ab. Ja, keine Ahnung. Das müssen wir uns noch mal genauer angucken hier, was es jetzt alles zu bedeuten hat. Ich weiß nämlich auch nicht, wo wir denn jetzt bitte auf sowas wie Diamanten treffen sollen. Also, wo sollen wir drauf stoßen? Ach, das wäre mal eine Frage für Wikipedia. Ja, notfalls für die Wikipedia. Oder die Creativeverse-Wiki, falls es sowas mittlerweile mal gibt. Ja, weiß ich ja nicht, ob es sowas schon gibt. Das kann man mal herausfinden, ne? Mhm.
So. Ich mache gerade noch ein paar Extraktoren. Du kannst dir einfach alles, was hier im Crafting Table drin ist, kannst du dir rausnehmen. Ja. Wenn ich es dann brauche. Also jetzt akut nicht. Ich habe hier noch irgendwie Holz und so, was ich mal wegtun kann. Wildwood, das ist echt hübsch. Schon wieder ist die Kiste voll. Ja, ich habe da gerade mein Holz wieder zurück mit reingetan. Mhm. Pack mal ein paar Sachen, von denen ich weiß, dass die noch woanders liegen, um. Oh, ja, okay. Das ist immer so ein bisschen unsortiert bei uns, ne? Ja, wir haben keinen richtigen Plan. Nee, irgendwie aber nicht. Wenn zwei Leute dran arbeiten, dann muss es erst recht passieren. Ja. Schwebe ich bei dir eigentlich immer noch? Bitte? Oh, nein, du schwebst nicht mehr. Ja, okay. Seit meinem letzten Teleportieren ist es weg. Ja, okay, dann hast du. Hast du dich beruhigt quasi? Ja, die Anspannung ist von mir abgefallen. Mhm. So, ich habe in die eine Kiste jetzt mehr oder weniger dieses, den Monster-Loot nämlich gepackt. Ja, das macht Sinn. So. Jo. Und halt die besonderen Materialien wie Obsidian und Iron. Ja. Machen wir mal für heute Schluss. Ja. Und ja, ich schaue mir auf jeden Fall mal an, wo wir Diamanten finden können. Wo wir die Chance dazu haben, okay? Dann machen wir uns mal schlau. Dann ist das mal meine Hausaufgabe fürs nächste Mal. Ja. Bei mir wird jetzt im Hintergrund auch ein bisschen lauter, also wir haben super Timing gehabt. Super. Okay, genau. Gut. Ja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns demnächst wieder zu einer neuen Folge Let's Play Together Creativeverse. Ja, tschüssi. Tschüss.